der Fraktion CDU/CSU. Vielleicht, Kollegen und Kolleginnen, können Sie die Gratulationskur beschleunigt absolvieren oder außerhalb des Plenarsaals machen. Ja? Herr Beermann, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Als Erstes möchte ich mit aller Deutlichkeit sagen, dass ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass keine demokratische Partei hier in diesem Hohen Haus in irgendeiner Art und Weise Extremisten fördern möchte. Aber die AfD versucht durch diesen Antrag mal wieder, wie auch schon in diversen Landtagen, sich hier als die großen Demokraten darzustellen. Man kann sich an dieser Stelle wirklich fragen, was soll eigentlich dieser Antrag? Geht es hier wieder nur einmal darum, im Volk negative Stimmung zu machen? Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass unser Handeln auf einer festen, freiheitlichen, demokratischen Grundordnung fundiert sein muss. Vereine und Verbände werden klar und deutlich Vorerhalt von Fördergeldern im Rahmen der Bundesprogramme zur Extremismusprävention und zur Demokratieförderung darauf hingewiesen. Allerdings, das sage ich auch. Herr Beermann, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, wir befinden uns in einer parlamentarischen und demokratischen Debatte, deswegen lasse ich natürlich die Zwischenfrage zu. Vielen Dank, Herr Kollege. Sie haben gerade erwähnt, dass Sie der Überzeugung sind, dass keine demokratische Partei dieses Hauses sich damit einverstanden erklären könnte, dass hier Gelder an Extremisten fließen. Ich weiß nicht, ob Sie es genauso wahrgenommen haben, wie ich es wahrgenommen habe, als vorhin in der Debatte davon gesprochen wurde, dass durchaus eine Zusammenarbeit mit der linksextremen und verfassungsfeindlichen Antifa stattfindet. Da gab es aus den Reihen der Linken durchaus Applaus. Ich jedenfalls habe es so gedeutet, dass man eine solche Zusammenarbeit mit der Antifa positiv bewertet und für wünschenswert hält. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so wahrgenommen haben, aber wenn es so wäre, möchte ich Sie dazu noch mal zu einer kurzen Bewertung bitten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kollege, für diese Nachfrage. Also erstens bin ich kein Mitglied der Fraktion Die Linke, sondern ein Mitglied der Fraktion der CDU/CSU. Das muss man erst mal als Erstes klar feststellen. Und zweitens muss man natürlich eben auch immer wieder feststellen, wir sind hier alles gewählte Mandatsträger mit einem freien Mandat. Und ich sehe mich nicht in der Lage, hier zu entscheiden oder zu bewerten, wann jemand zu einem welchem Tagesordnungspunkt oder zu welchem Zitat jemand klatscht oder nicht. Das liegt auch im Verantwortungsbereich der Personen selbst. Von daher eben auch in dem Verantwortungsbereich der Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Fall geklatscht haben. Die AfD versucht durch diesen Antrag mal wieder zu versuchen, hier Stimmung reinzubringen. Und wir müssen uns eben immer fragen, wie weit wollen wir dieses zulassen oder wie weit eben auch nicht. Und ich bin auf felsenfeste Überzeugung, dass wenn es hier in diesem Bereich darum geht, Demokratieförderung oder Extremismusprävention eben auf den Weg zu bringen, dann sage ich natürlich auch, dass wir eben uns genau anschauen müssen, wofür Gelder ausgegeben werden beziehungsweise wer die Gelder bekommt. Und wenn es denn darum geht, dass in irgendeiner Art und Weise auch Nachjustierungsbedarf besteht, dann müssen wir darüber diskutieren. Das werden wir auch tun, allerdings dann eben auch demokratisch in den dafür vorgesehenen Ausschüssen. Und insofern ist es manchmal auch besser, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der AfD, wenn man vor der eigenen Haustür als Erstes kehrt. Was heißt denn eigentlich hier heutzutage, sich demokratisch zu verhalten oder Demokratie in unserem Land zu achten, Demokratie und Demokraten aber auch respektvoll zu begegnen? Von einer Partei, deren Abgeordnete unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel nur als die Führungsfuchtel im Kanzleramt oder auch Kampffuchtel, die in den Knast gehört, beschimpft, müssen wir uns ganz sicher im Bereich der Demokratieerklärung überhaupt gar nicht belehren lassen. Ich fahre auch gerne mit einigen Beispielen fort. Der sächsische Bundestagsabgeordnete Jens Mayer hat auf seinem Twitter-Account erst kürzlich den Sohn von Boris Becker als kleinen Halbneger beschimpft. Und dann kam auch mal der Einwand, ja, auch schwarze Schafe gibt es bei uns. Meine Damen und Herren, für mich ist es mittlerweile schon eine ganze Herde an schwarzen Schafen, die es bei Ihnen in Ihrer Fraktion gibt. Denn es geht weiter damit, dass auch Ihre Kollegin, geschätzte Kollegin Beatrix von Storch,
dem Kollegen Mayer überhaupt nichts nachsteht. In einem Facebook-Post, ich zitiere, hieß es, wer das Halt an unseren Grenzen nicht akzeptiert, der ist ein Angreifer und gegen Angriffe müssen wir uns verteidigen. Und auf eine Nachfrage, ob man den Zutritt von Frauen mit Waffengewalt verhindern wolle, gab es dazu nur ein kurzes Ja. Ich fahre fort. Diese Schweine sind nichts anderes als Marionetten der Siegermächte des Zweiten Weltkrieges und haben die Aufgabe, das deutsche Volk klein zu halten, indem molekulare Bürgerkriege in den Ballungszentren durch Überfremdung induziert werden sollen. Das hat Frau Alice Weidel in einer E-Mail über die Regierung geschrieben. Die deutsche Volksgemeinschaft leide unter einem Befall von Schmarotzern und Parasiten, welche dem deutschen Volk das Fleisch von den Knochen fressen. Das hat der neue Haushaltsausschussvorsitzende Peter Böhringer gesagt. Und ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifische deutsche Kultur ist. Ja, Herr Gauland, hören Sie es gerne noch mal an. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können. Herr Gauland, über die Integrationsbeauftragte Aydan Özus. Und das Problem ist, dass Hitler, einen habe ich noch, hören Sie es gerne an. Das große Problem ist, dass Hitler als absolut böse dargestellt wird. Aber selbstverständlich wissen wir, dass es in der Geschichte kein Schwarz und Weiß gibt. Und das hat Björn Höcke gesagt. Meine Damen und Herren, das ist Nazi-Diktion. Problem ist doch, dass Sie eben nicht einmal erkennen, dass diese Aussagen falsch sind, sondern dass es eben Ihre Geisteshaltung ist. Und das macht es doch nämlich eben dementsprechend aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD, das ist eben Ihr Verständnis von Demokratie. Ich persönlich habe ein anderes. Hier wird Hass, Hetze und Gewalt gestreut. Und genau diese dürfen wir in unserer Gesellschaft eben keinen Raum geben. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Zum Schluss. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die AfD eine Demokratieerklärung fordert, sollte sie selbst natürlich auch danach handeln. Sie repräsentieren schließlich hier auch das deutsche Volk. Ich sage Ihnen, wäre diese Klausel an das Mandat eines jeden einzelnen Abgeordneten dieses Hauses gebunden, meine Damen und Herren, die rechte Seite wäre ziemlich, ziemlich leer. Für die Fraktion der SPD spricht jetzt die Abgeordnete Susanne Rüdrich.